die Mecklenburger Stiere. Stierisch stark für Schwerin. Die Wohnungsgenossenschaft Schwerin-Lankow unterstützt Spitzenhandball in der Landeshauptstadt. WG Lankow. Alles da, alles nah. Ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem bis zur letzten Sekunde offenen Finale haben sich am Sonntagabend die Stiere mit dem Gast Anhalt Bernburg geliefert. 1522 Zuschauer in der Sport- und Kongresshalle durften einem Duell beiwohnen, das auf der hiesigen Platte sonst gar nicht so oft vorkommt. Die erste Halbzeit begann für die Gastgeber gefühlt schwer. Mit schnellen Angriffen schaffte es Bernburg immer und immer wieder, sich einen Torvorsprung zu verschaffen. Die Stiere kamen nur schleppend hinterher, selbst wenn es die Gegner auch nicht leicht hatten. Bernburg ist eine sehr, sehr starke Truppe, die sich punktuell verbessert haben im Gegensatz zum letzten Jahr. Das wussten wir. Sie haben das eigentlich ganz gut gemacht. Wie gesagt, wir haben am Anfang nicht ganz gut so verteidigt, wie wir es eigentlich wollten. Als wir es nachher getan haben, lief unser Spiel und wir konnten unsere Tore einfach machen. Wir mussten jedes Tor hart gearbeitet. Ja? Und wenn wir dann schaffen, nicht die freie Wurf ins Tor zu machen, dann das Ergebnis ist dann so. Nach einer schweren Viertelstunde hieß es für den Trainer Dani Anclet, Entscheidungen fällen. Gleich drei starke Stiere wurden von der Sitzbank geholt. Theo Evangelides, Daniel Finkenstein und Torhüter Ariel Panzer, der echte Star der Partie. Nur dann gelang den Schwerinern endlich der lang ersehnte Durchbruch. Kurz vor der Pause hieß es 9:8 für die Stiere und in die Kabine ging die Mannschaft mit 11:10 in der Tasche. Wir haben in den letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit auch schon gut gespielt und daran wollten wir anknüpfen. Wir haben gesagt, wir müssen Abwehr mit Emotionen spielen, müssen vorne unsere Sachen sicher zu Ende spielen und die Tore dann machen und dann haben wir hier eine Chance. Allen Zuschauererwartungen zum Trotz fand eine rasche Veränderung auf der Platte in der zweiten Halbzeit leider nicht statt. Vielleicht war Sonntag der 13. nicht unbedingt der Tag, an dem man einfach nur so locker gewinnen kann. Schon öfter kam es auf beiden Seiten zu Fehlern, mehrfache Gelbverwarnungen und ab und zu eine Menge Enttäuschung. Nur in der 45. Minute gelang den Stieren endlich der 2-Tore-Vorsprung. Kurz vor dem Abpfiff hieß es dann 17:15 für die Gastgeber. Ja, Fehler werden immer gemacht. Das heißt ja eigentlich immer, die Fehler so wenig oder gering halten wie möglich. Aber dass Fehler passieren, das ist im Handball immer so. Das Spiel geht nicht 0-0 aus. Ja, das lag es genau da. Wir mussten jedes Tor hart arbeiten. Ja, die Schwerin-Abwehr auch stand sehr, sehr gut. Und wenn du musst jedes Tor hart arbeiten, kommen die Fehler natürlich viel. Ja. Ohne das Urgestein Ariel Panzer im Tor hätten es die Stiere gegen Bernburg vielleicht doch nicht geschafft. Der 43-jährige, gebürtige Argentinier absolvierte bereits 35 Länderspiele für sein Heimatland, bis er 2015 in Schwerin verpflichtet wurde. Seine brillante Spielqualität sorgte an dem Abend für eine große Anerkennung. Ari hat heute ein bombastisches Spiel gemacht. Ari war der Rückhalt, der uns die beiden Punkte hier heute auf jeden Fall gesichert hat. Wir haben auch sehr, sehr gut in der zweiten Halbzeit gekämpft. Ja. Der entscheidende Faktor war der Torwart von Schwerin. Ja. Wir haben viele Chancen weggelassen oder hat er gut gehalten. Die Entscheidung kam buchstäblich in den letzten Atemzügen. Mit 20:19 standen die Stiere vor einem sicheren Sieg, als Daniel Finkenstein weniger als 2 Minuten vor Schluss eine 2-Minuten-Strafe kassierte. In Überzahl unternahm Bernburg den letzten verzweifelten Versuch, das Tor des Gegners zu stürmen. Die Halle bebte, als die Stiere ihr letztes Tor nur 20 Sekunden vor dem Abpfiff erzielten. 21:19 für Schwerin und Sonntag der 13. war endlich wieder vorbei. Die Emotionen auf die Platte zu bringen, das Aufsaugen, was die Zuschauer hier wieder gebracht haben. Nochmal vielen Dank dafür, einfach tolle Leistung. 12:8 Punkte haben die Stiere momentan auf dem Konto und belegen somit den 7. Platz in der Tabelle der 3. Liga. Das Rückspiel wird zeigen, ob Bernburg auch ohne einen solchen Stress zu bewältigen ist. Doch zuerst führt der Weg nach Potsdam. Dort wird am Freitagabend um die nächsten 2 Punkte gekämpft. Die Mecklenburger Stiere. Stierisch stark für Schwerin. Die Wohnungsgenossenschaft Schwerin-Lankow unterstützt Spitzenhandball in der Landeshauptstadt. WG Lankow. Alles da, alles nah.